Hey Ray, willst du dir eigentlich mal Kinder anschaffen? Deinetwegen werden wir unseren Laster verlieren. Wir haben tierisch kleine Füße und die Bräute fahren unheimlich drauf ab, wenn man Kinder hat. Wenn wir nicht rechtzeitig hinkommen, mach ich dich platt. Und Babys bringen Glück? Außer es läuft bei der Geburt eine schwarze Katze von rechts nach links über die Straße oder so. Du bringst Pech und sonst bringt gar nichts Pech. Und jetzt hör auf zu labern, du machst mich noch völlig irre. Warum musst du beim Spucken immer so viel sprechen? Ich meine, das ist doch nicht... Okay, selbst wenn wir es schaffen, mach ich dich platt. Ich habe irgendwo gelesen, dass Frauen im Augenblick der Geburt die absolut schönsten Augen haben. Sie sollen schneller fahren, sie sollen schneller fahren, sie sollen schneller fahren. Warum hast du sie mitgenommen? Wieso? Hey, Mann, anhalten. War eine gute Idee, einfach weiterzufahren. Hey, der ist verrückt. Oha. Scheiße, verdammt! Hast du verstanden, was die da murmelt? Ja. Ah, scheiße, verdammt! Nicht witzig. Weißt du, dass wir nur noch 20 Minuten haben, um die Fracht abzuliefern? Wir konnten sie nicht einfach da lassen. Außerdem liegt das Krankenhaus irgendwie am Weg. Marla! Oh, Licht daneben! Au, 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 au! Ich schätze, das bedeutet, du sollst dich beeilen. So schätzt du? Victor, du warst selbst für die Vorschule zu blöd. Nein, ich war zu weit dafür. Das ist ein Unterschied. Vielleicht bin ich tot. Los, schnapp dir mal den Hühnerknochen, dann schaffen wir es vielleicht noch. Glücksbringer, Hühnerknochen, bring uns Glück! Was treibt die denn da hinten? Tja, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch bloß Hunger. Also nur damit du Bescheid weißt, Vic, ab jetzt keine Mitfahrer mehr. Nonnen! Nun, Masche, gehe helfen, Mann! Was wär ich? Ich hab keinen blassen Schimmer von Babys entbinden. Victor, du machst, was ich sage. Du kannst unsere Hemden als Decken benutzen oder so. Das ist frisch, das trage ich erst seit 2 Wochen. Victor! Dr. Victor, bitte sofort zur Gebärstation! Dr. Victor, bitte sofort zur Gebärstation! Dr. Victor, bitte sofort zur Gebärstation! Jungs. Raus aus dem Laster und lass die Pfoten da, wo ich sie sehen kann. Die beste Lieferung, die wir je gemacht haben. So ein hübsches Baby, was? Ist es wirklich? Also Jungs, ich weiß wirklich nicht, wie eure Mutter das je geschafft hat. Keine Ahnung. Gut gemacht. Ist schon okay. Aber trotzdem, Jungs, damit habe ich für einen Monat meine Quote an Strafzetteln erfüllt. Also gut, Florence Nightingale, lass mal deinen Führerschein sehen. Und
Und was haben wir davon? Wir kommen zu spät. Das hat man nun von guten Taten, ne? Unsere Pechsteine muss mal abreißen. Sweeney! Kein Problem, der findet nie den zweiten Gang. Na, was sage ich? Wenn du nicht fahren kannst, dann schieb einfach, Sweeney. Und jetzt gib's auf. Ich wollte ihn wieder in meinen Besitz überführen, aber ich werde es wohl doch nicht tun. Du bist ein Schwein, Sweeney. Drückt man so seine Dankbarkeit aus? Hör zu, ihr beiden seid mit 1500 Dollar im Verzug. Ich habe das Recht, den Laster zurückzunehmen. Die letzte verdammte Rate. Wir haben nur noch eine Rate zu zahlen. Dieser Laster ist alles, was wir haben, Sweeney. Außerdem, du weißt, dass wir noch eine 2-Tage-Frist haben. Eben, deshalb will ich euch auch noch ein bisschen Zeit geben. Und die ist abgelaufen. Hey, Sweeney! Da machst du Augen, hm? Also, sie hat da an der Straßenecke rumgestanden. Hey, tolle Socken. Danke. Und sie war ein absoluter Knaller. Ich meine, sie war... Wo hast du die gekauft, hä? Weiß nicht. Und dann kommt sie zu mir in die Kabine geklettert und du glaubst nicht, was sie gesagt hat. Weißt du, die sind handgestrickt. Rechts, links, Patentmuster. Ja, Mann, das hat er wirklich klar erkannt. Wer hat die gestrickt? Das war ich. Naja, das ist mein Hobby. Wirklich, Mann? Ich und Jim, wir stricken auch. Rechts, links, Patentmuster, meinst du? Ich glaube, rechts, links, verschränkt. Was liegt an, Jungs? Alles gerade, Mann. Wo seid ihr gewesen, hm? Sucht euch lieber einen anderen Job, Amigos. Wieso? Was ist los? Ja, was ist los? Ihr wisst, was los ist. Ist Thornton voll sauer? Ich hoffe, ihr habt eine Lebensversicherung. Hey, Mann, wo seid ihr gewesen? Ja, du kennst doch Sweeney. Schon kapiert. Ihr solltet den Laster bezahlen und einen eigenen Laden aufmachen. Ich wüsste einen guten Knaben, der für euch arbeiten würde. Okay. Rührt euch ja nicht von der Stelle, Jungs. Ganz ruhig, ich habe eine Idee. Eine klasse Idee. Hallo, Freunde. Es gab ein paar Anrufe, während ihr draußen wart. Das Holy Saint Hospital als erstes. Eurem Paten Jung François geht es ganz hervorragend. Oh, und hier haben wir was von der Straßenbaubehörde. Die würden gern wissen, ob ihr ihnen helft, die Reste von ihrer Absperrung zu finden. Und jetzt das absolut Schärfste. Die Montana Company hat angerufen. Sie teilen mit, dass sie, während sie auf eure Lieferung warteten, zweimal Krieg und Frieden lesen konnten. Ich kriege ständig Schluck auf, wenn ihr eine Lieferung habt. Wieso schafft ihr zwei Penner es eigentlich niemals pünktlich zu sein? Es war Raves Schuld. Es war meine Schuld? Das ist eine super Idee, es war meine Schuld? Ich töte dich, jetzt reicht's, ich erschlage dich! Okay, hört jetzt zu, ihr Müllbeutel! Ihr alle! Es steht eine Ladung toxischer Abfälle auf der Laderampe von Techstar. Vorsicht. Also, wer möchte? Keine Zeit. Techstar ist bereit, zwei Riesen extra dafür auszuspucken. Hey! Sie! Tut mir leid, Thornton. Ich habe einen mächtigen Getriebeschaden, wissen Sie? Der zweite Gang ist im Arsch. Johnson? Hämorrhoiden. Ich habe Hämorrhoiden. Du bist eine Hämorrhoide. Jimmy? Ich habe Keuchhusten, Boss. Komisch, das habe ich befürchtet. Jetzt haben wir die Rate! Boss, sagen Sie uns einfach, wo es hingeht. San Pedro. Das ist in Südkalifornien. Ihr fahrt sofort. Schnappt euch den Müll bei Techstar und werdet ihn pünktlich bis morgen Abend 19 Uhr abliefern. Und Jungs, denkt daran, pünktlich. Seid ihr clever genug, das hinzukriegen? Seht ihr das, Freunde? Das ist das, was ich eine Pfuscheruhr nenne. Und die habe ich extra für euch anfertigen lassen.
Ein Frachter wartet auf euch, der den Dreck zu einer südamerikanischen Jauchegrube transportiert. Er will morgen 19 Uhr ablegen. Habt ihr das kapiert? Die Lieferung muss also pünktlich da sein. Oder keine Bezahlung! Das sind genau 33 Stunden von jetzt an. Ein blinder, beknackter 70-Jähriger schafft sowas glatt in 19 Stunden. Also bleiben euch Jungs noch 14 Stunden Pfuscherzeit. Und wehe, wenn ihr den Job vermasselt. Ein Dollar darauf, dass er gleich Idioten brüllt. Idioten! Willkommen bei Techstar. Wir arbeiten jeden Tag hart bei Techstar, um Ihnen die Technologie von morgen schon heute zu garantieren. Was ist das Geheimnis hinter Techstars Errungenschaften? Genies! Anstatt ihre Intelligenz in schlechten öffentlichen Schulen zu vergeuden, sind diese jungen Supergehirne von überall her zu uns gekommen, um an einem wahrhaft bemerkenswerten Bildungsprogramm teilzunehmen. Wir wollen es uns kurz ansehen. Ich glaube das einfach nicht. Die Studenten hier bei Techstar erhalten nicht nur die beste Ausbildung, sie produzieren auch das Neueste an fortgeschrittener Technologie. Zum Beispiel Holly Sherwood mit 16 Jahren. Erst 16 ist sie der Star in ihrer Klasse. Sie ist auch die Erfinderin unserer neuesten Kreation, des Techstar 4000. Die reinste Zauberei. Ein Gerät, das jeden elektronischen Schaltkreis an- oder abschalten kann. Ich wette, das ist Quatsch. Das sieht aus wie eine simple Fernbedienung. Ja, genauso soll es auch sein. Danke. Für geheime Operationen. Moment mal. Nein, tut mir leid. Was? Oh nein. Wo ist Dr. Brückner? Der ist im Konferenzraum in der Besprechung, da kannst du jetzt nicht rein. Ich weiß, ich will ja auch nur mal kurz auf die Toilette. Holly, setz dich wieder hin und mach deine Arbeit. Das geht nicht. Ich glaube, ich habe gerade meine Tage bekommen. Okay, geh. Geh. Und ihr dreht euch um. Tut mir wahnsinnig leid. Oh, danke. Wie? Ach so, ja, danke. Lasercomputer, die Garagenautomatik und so weiter und so weiter. Alles mit elektronischer An- und Abschaltung kann mit einem Techstar 4000 bedient werden. Brückner. Wir sind hergekommen, weil wir unser Gerät haben wollen, klar? Vor über einem Monat haben wir $1 Million deponiert. Sie schlafen jetzt auf Ihrem Schweizer Bankkonto. Dieser verdammte Brückner. Ist das Gerät fertig? Ja oder nein? Ob es fertig ist? Ich darf mal lachen. Gut. Dann würde ich gern mal einen richtigen Test sehen. Eine Laserpistole. Ein Herzschrittmacher. Ähnlich dem, den der verehrte Außenminister trägt, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Ein elektronisches Zeitschloss. Also wenn Sie die von da aus, wo Sie stehen, bedienen können, sind wir im Geschäft. Oh, ihr schelmischen kleinen Gauner. Oh, nochmal Glück gehabt, lieber Außenminister. Kleine Störung.
Gentlemen, 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 worum es geht, ist, dass die militärischen und geheimen Möglichkeiten dieses Gerätes grenzenlos sind. Schön, ein kleiner Defekt. Geben Sie mir das restliche Geld und sofort beseitige ich den Fehler. Worum es geht, ist, dass Sie 48 Stunden haben, um den Fehler zu beseitigen. Haben Sie verstanden? Haben Sie verstanden. Danke sehr. Verdammt! Ich sauf mir halt die Hucke voll, ich freue mich schon ganz doll. Ich saufe 1000 Fässer aus und saufe mir die Leber raus. Hör doch mal mit der Keulerei auf! Oh, ich glaub das einfach nicht, dieser widerliche Zwerg! Holly, das ist Mitchells Sitzung, du störst ein bisschen. Ist mir egal. Dr. Marsh, Brückner hat mir geschworen, dass er meine Erfindung nicht als Waffe benutzen wird. Und eben hat er sich mit irgendwelchen Waffenhändlern getroffen. Ich bin sicher, deine Sorge ist berechtigt. Aber diese Stunde gehört Mitchell. Ist schon okay. Ich habe immer geglaubt, das wäre hier eine Schule. Du kennst die Vereinbarung, Kleine. Freie Ausbildung und technische Geräte, alles frei. Aber der Schule gehört, was du produzierst. Das war schon so, als ich hier war. Okay. Aber wir hatten vereinbart, dass es bei mir nicht so wäre. Er hat es mir versprochen. Dr. Marsh, bitte können Sie vielleicht mit ihm reden? Auf Sie hört er bestimmt. Holly. Holly Sherwood, darf ich dich bitten, mich in meinem Büro aufzusuchen? Auf der Stelle. Bitte. Sie müssen es versuchen. Ich darf mich in so etwas nicht einmischen. Das weißt du. Ich glaube nicht, was Sie da sagen. Ich dachte, Sie wären auf meiner Seite. Das bin ich ja. Wenn es darum geht, kann ich wohl niemandem vertrauen. Nicht mal Ihnen. Holly. Darf ich dir eine schöne kühle Cola anbieten? Diät-Cola oder mit Kirschgeschmack? Oder einfach eine klassische Cola? Nein, danke. Also keine Cola? Nein, danke. Keine Cola, okay. Wir hatten heute eine kleine Demonstration mit dem TechStar 4000. Ach, wirklich? Wie ist es denn gelaufen? Tja, nicht besonders. Das Gerät scheint eine kleine Macke zu haben, widerlich. Aber wir haben da ein paar Investoren, die sehr an dem Projekt interessiert sind. Ist das nicht toll? Ja, die sind von einem Krankenhaus unten in Atlanta. Ach ja? Wir mögen solche Macken nicht, weißt du? Also, ich sag dir mal, worum es geht. Ich werde die Besten aus der oberen Klasse mit dir da ansetzen. Nein, ich meine, das wird nicht nötig sein. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler ist. Ich hatte ein paar Probleme mit den Impulstransduktionskondensatoren. Natürlich, das ist ja auch offensichtlich. Ja, also, warum lassen Sie es mich nicht aufmachen und versuchen, es zu diagnostizieren? Aber kannst du das auch? Hey, Sie haben mich doch unterrichtet, oder? Schmeicheln hilft immer. Holly, ich erwarte, dass es funktioniert. Bis morgen. Wir beide können nämlich furchtbar reich damit werden. Oh, wie reich? Onkel Dagobert Duck reich. Ich sauf mir heute die Hucke voll, ich freue mich schon ganz toll. Ich laufe 1000 Pässe aus. Wo warst du? Ich hab dich vermisst. Griffiths, ich breche aus. Was? Kann ich etwas tun? Sei nur da. Brückner ist wirklich ein Miesling. Sei vorsichtig. Mitchell, lauschst du etwa? Nein. Ich werde nichts verraten, ich schwöre es. Ich schwöre, schwöre, schwöre es. Shh. Ich schwöre. Oh, der Fußknochen!
Bauchknochen, der hängt am Augenknochen. Und der Augenknochen, der hängt am Bauchknochen. Und der Bauchknochen, der hängt am Zungenknochen. Das ist nicht mit einem Toaster zu vergleichen. Nein, 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 nein. Was ist denn das? Eine blöde Serie. Und was soll ich machen? Einen Monteur rufen? Ein Monteur rufen? Oh, oh. Sag mal, glaubst du, dass das wieder mal ein Test von Brückner ist? Wir werden besser einen Monteur rufen. Wie war die Nummer? Der Gesichtsknochen, der hängt am Haarknochen. Und der Haarknochen, der hängt am Leberknochen. Und der Leberknochen, der hängt am Nierenknochen. Und der Nierenknochen, der hängt am Fußknochen. Und der Fußknochen, der hängt am Kinnknochen. Ja. Ja, okay, ich verstehe. Ja, wir haben plötzlich auf allen Monitoren einen Zeichentrickfilm. Nein. Nein. Nein, da tritt so ein komischer Typ mit einer russischen Biene auf und die will dem Elch... Das kannst du doch nicht miteinander vergleichen. Eine Mikrowelle kann in kürzester Zeit viel mehr schaffen. Ja, das mag sein, aber ich bin trotzdem der Meinung... Echt behämmert, was? Der Toaster hat wirklich einen Vorteil gegenüber der Mikrowelle. Ach ja, und welchen? Toast. In der Mikrowelle kannst du keinen Toast machen. Dazu brauchst du einen Toast. Dämliche Tür. G.I. Joe, wir sollen hier was abholen. Also das, was wir mitnehmen sollen. Na, das ist ja ein Ding. Die ewigen Trödelbrüder mal wieder. Haut euch da drüben einen Himbeersirup rein und wartet. Mein Geld verschlungen, Mann. Das Ding hat mein Geld verschlungen, Mann. Schwupps, weg, einfach aufgefressen. Kumpel, wo ist das Klo? Ich muss etwas Wasser ablegen. Tut mir leid, aber die Toilette ist genau in der Sperrzone. Dazu brauchst du einen Sicherheitspass. Ich brauche einen Sicherheitspass, nur um zu pinkeln? Für eine größere Sache muss ich wohl vorher zum Präsidenten, wie? Hey, sei vorsichtig damit, du Blödian. Hey, hey, Affenkopf, du Halbirrer, was machst du da? Hey, 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 du Rattengehirn, das ist Giftmüll, mit dem du da rumhaust! Hey, du Schlaumeier, gib das her! Hey, die Hälfte von den Münzen gehört mir, du Aushilfsgebirge! Ich warne dich, pass auf, dass ich nicht wütend werde! Hey, hey! Na los! Eine Cola und das Leben lang! Das könnt ihr mit mir nicht machen, wenn ich mal wütend werde! Also gut, dann rufe ich eben... Hey, Wache! Wache! Das wird jetzt der gefährlichste Teil der Operation, Doktor. Der geringfügigste Fehler könnte zu Kniescheibenbluten führen und zu irreparablen Gehörgangsschäden. Blauer Alarm! Es summt und summt! Wir verlieren ihn! Rote Nase! Rote Nase! Okay, Doktor. Du bist dran.
Doc? Hey, Doc! Denkst du manchmal an Dad? Ja, immer wenn mir übel wird. Ob wir so enden wie er? Mensch, du bist dran, Rafe! Ich mein's ernst, wir leben wie die Penner, Vic. Wie er gelebt hat. Ich wette, wir verlieren unseren Job. Und wenn wir unseren Job verlieren, verlieren wir unseren Laster. Und wenn wir unseren Laster verlieren, verlieren wir alles. Selbst dieser Kerl bei Texter hat uns wie Penner behandelt. Der kennt uns nicht mal. Hörst du jetzt mal mit der Unkerei auf? Wir kriegen das schon hin mit dieser Lieferung. Dann kassieren wir zwei Riesen, fangen an, ein bisschen Knete zu sparen und ehe du dich umguckst, sind wir voll im Geschäft. Victor und Rafes Transporter. Rafe und Victors Transporter. Ich bin der Ältere. Um eine Minute! Aber das reicht, dass ich der König bin und du ein Nichts. Wenn Dad bei seinem Tod König gewesen wäre. Nicht, wenn du ein Mädchen wärst. Wenn ich ein Mädchen wäre, wärst du auch ein Mädchen. Dann wäre ich Königin. Und du wieder ein Nichts. Okay. Aber ich bin kein Mädchen. Und du wärst bestimmt eins. Mann, das ist das blödeste Gespräch, das ich je gehört habe. Mitfahrer! Hi. Wie zum Henker kommst du in unseren Laster? Egal, ich werde dir zeigen, wie sie wieder rauskommt. Mein Name ist Holly. Hey, ich bin Victor und das ist mein Bruder. Bin sehr erfreut. Und jetzt raus hier! Wo wollt ihr Jungs hin? L.A.? Und da müssen wir in 29 Stunden und 28 Minuten sein. Also raus aus dem Laster! L.A., hört mal, das ist fabelhaft. Hau schon ab, Kleine. Mitfahrer bringen Unglück. Okay, okay. Der Billings Airport reicht mir, der liegt auf dem Weg. Bitte, es ist dringend. Siehst du, sie hat Probleme. Wenn wir sie mitnehmen, haben wir Probleme. Ich hab echt keine Probleme. Hey! Was? Du sitzt auf dem Operationsknaben. Es geht um meinen Bruder. Er ist krank, sehr krank. Eine seltene Blutkrankheit. Hämoglobinose. Ja, die kenne ich, die Schose. Sie wird uns die ganze Fracht verhexen, Vic. Wie verhext man Giftmüll, hä? Warum schon, wir verlieren Zeit. Der Flugplatz liegt sowieso auf dem Weg. Und ich muss immer noch pinkeln wie ein Tier. Victor, wir dürfen die Lieferung nicht vermasseln. Was tust du da? Was tust du da? Pass auf. Du hast eine eigene Kreditkarte? Sie gehört einem alten Schulfreund, wisst ihr? Ich darf nicht mal in die Leihbibliothek. Und Jungs, denkt daran, pünktlich! Sie müssen sie finden, ich brauche das Gerät unbedingt. Dr. Marsh, wie wundervoll, Sie zu sehen. Kommen Sie, um zu genießen, wie mein Leben zerbricht. Was? Ja, ich bleib dran. Wie kann sie mir das antun? Wieso ihn? Wenn es wirklich wahr ist, was ich gehört habe, dann haben sie belogen und mich. Aber warum sollte ich sie belügen? Sie haben so hübsche Augen. Nein, nicht doch sie. Rufen Sie an, wenn Sie herausgefunden haben, wo sie ist. Kommen Sie, Hayden, die Wahrheit. Sie verkaufen das Gerät hinter Ihrem Rücken an Waffenhändler. Oh, hören Sie auf, ja? Sie weiß, dass es im Angebot ist. Ja, aber bei wem? Ich hatte heute früh einen kleinen Besuch von Holly. Sie weiß von ihren Gästen im Konferenzraum. Moment mal, sie hat Ihnen das alles heute Morgen erzählt? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Sie sind ein wahrer Freund. Da ist ein 16-jähriges Mädchen allein da draußen auf der Straße. Denken Sie doch nur mal, was ihr passieren könnte. Oder dem Gerät. Ich hoffe, Sie haben Neuigkeiten, Roberts. Billings Airport, West Air to L.A., 2 Uhr. Mann, hat die eine Menge Kredit. Guck dir das an. Sie hat eine Menge Sachen bei Beate USA für ihre Kreditkarte gekauft. Moment mal. Das ist meine Visa-Nummer. Stornieren Sie die Reservierung. Ihre Karten werden alle gesperrt, meine auch. Und Roberts, Roberts! Kein Wort über diese Frederick-Sache, ja? Also, danke fürs Mitnehmen, Jungs. Viel Glück für dich, Kleine.
Siehst du? Ich wusste ja, dass sie nichts verhext. Okay, fahren wir weiter. Warte, ich muss noch einen gigantösen Pinkler starten. Was ist los mit dir? Musst du jetzt schon alle 10 Minuten? Redest du mit mir? Wer legt 12-mal am Tag einen Riesenhaufen ab? Du oder ich? Barbaren. Du hast vielleicht eine Art, vor einem Mädchen zu reden. Proletenpenner! Tut mir sehr leid, aber Ihre Reservierung wurde vorhin storniert. Was? Das muss ein Irrtum sein. Es war ein vorausbezahltes Ticket. Die Visa-Karte ist gesperrt worden. Möchten Sie mit einer anderen Bezahlungsform noch einmal buchen? Ja, hier. Versuchen Sie die. Tut mir leid, die ist auch gesperrt. Haben Sie Bargeld? Nein, wie... Wie wär's, wenn ich... Vergessen Sie es, es ist... Olli, mach ja keine Szene. Es ist aus. Entschuldigen Sie, Sir. Können Sie uns bitte... Entschuldigen Sie bitte. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Oh. Willkommen bei Victor's Airline. Genau Ihre Größe. Ich stehe auf Schwarz. Ach du Schande. Sieht aus, als würde es wehtun. Lass meinen Bruder los. Dann lass ich deinen Freund los. Ich hab ihn losgerissen. Okay, dann werde ich jetzt deinen Kumpel loslassen. Hey, nein, hey, ich doch. Nein! Was du immer für Sachen machst. Ich finde den zweiten Gang nie. Sie hat den zweiten Gang gefunden. Hey! Hallo, Olli! Olli! Warte auf uns! Warte! Olli! Dass es euch gut geht, das war ganz schön knapp. Ganz kurz habe ich mal geglaubt, dass ihr es nicht schaffen werdet. Lass das blöde Gequatsche! Darüber können wir nicht lachen! Versuch nie wieder uns auszutricksen, nur weil du glaubst, wir sind zwei blöde Fleischberge! Sind wir nicht! Wir sind zwei blöde Fleischklopse! Halt die Klappe, Victor! Du versteckst dich in unserem Laster! Dann wollen uns irgendwelche Typen umlegen, denen wir noch nie begegnet sind! Du klaust unseren Laster! Und dann grinst du uns noch an, als wäre alles okay! Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Hör mal, wir haben dir vertraut! Und wir haben dir geglaubt! Ich hab dir geglaubt! Tut mir leid, Jungs. Und ihr hattet recht. Ich habe Riesenprobleme und ich wusste doch nicht, ob ich euch vertrauen kann. Ja, wirklich, ich habe Angst gehabt, dass, wenn ich euch die Wahrheit sage, dann würdet ihr mich da sitzen lassen. Okay. Also sag mir einfach, was los ist.
Ich bin bei Texter in euren Laster gestiegen. Was macht ein Mädchen wie du in so einer komischen Fabrik? Die treiben da chemische und optoelektronische Forschung und Entwicklung. Und sie haben auch ein Programm für geniale Jugendliche. Du siehst nicht gerade genial aus. Rafe, beurteile nie eine Person nach ihrem Äußeren. Und jetzt, Jungs, jetzt haben sie meine Sachen, meinen Computer und mein Geld. Einfach alles. Kann ich nicht bei euch mitfahren, bis mir eingefallen ist, was ich tun kann? Rumpel, Pumpel, hör das Gerumpel, Knicki, Knacki, Klopf auf Holz, Yogi Bär und Bob der Elch. Hilf dir, Kumbaya! Alter indianischer Apachenspruch. Ihr seid gar nicht so verrückt, wie ich dachte. Siehst du? Haben wir noch ein paar Glücksburger? Heißt das nicht Glückskekse? Ja, aber von denen habe ich das letzte Mal eine Staublunge bekommen. Also wenn sie in einem Lastzug ist und wenn sie auf der Highway 19 südwärts fahren, warum hängen sie da nicht dran? Anstatt auf ihrem Hintern zu sitzen. Ich habe es hier mit Verblödeten zu tun. Ja gut, aber wo finde ich diese Leute? Ich will sofort Irving sprechen, wenn er unterwegs ist. Wo ist er? Wenn er hier wäre, würde ich sie ja nicht anrufen. Okay. Hayden, ich glaube, ich lege mich kurz mal hin. Gut, ruhen Sie sich einfach aus. Es ist ja im Augenblick auch nichts Unangenehmes bei uns los. Okay. Tut mir leid, dass ich Sie nicht hab reinkommen hören. Ich bin eben ein sehr stiller Typ. Genau. Also, Ihre kleinen Pfadfinder haben es versaut. Genug ist genug. Irving. Der Fuß. Entschuldigung. Ja. Sie werden von einem Jet am Billings Airport abgesetzt. Da schnappen Sie sich diese Trottel und dann finden Sie das Mädchen. Sie dürfen alles tun, was Sie tun müssen, aber tun Sie es. Niedlich. Okay, also dieser Kerl heißt Brückner. Er leitet die Schule. Er ist bescheuert und blass. Stellt euch mal vor, er lässt nie jemanden von uns weg, außer zu Ostern und Weihnachten. Und ich dachte, unsere Nonnen in der Klosterschule waren streng. Hey, Vic, erinnerst du dich noch an Schwester Aloysia? Nach jedem Essen machte sie... Ja? Wer ist da? Herman Zebich? Was? Oh ja, Herm. Hey, hör zu, Herm. Kommen die Mäuse mit zu großer Pause, ist dein Auto bei mir zu Hause. Hör mal, du musst ja in letzter Zeit unheimlich geackert haben, nur um mit den Ratten auf dem Laufenden zu bleiben, hä? Also nun, werd aber nicht persönlich, Herman. Ja, wünsche ich dir auch. Arschloch. Hi, Boss. Hier ist Sweeney. John Sweeney. Ihr Nummer 1 Mann. Ja, ja, ich hänge gerade an zwei Jungs, die irgendwie ein bisschen überfällig sind, Sie verstehen. Ich lasse Sie wissen, wo Sie ihn abholen können. Ich bin noch auf der Jagd nach einem größeren Fisch. Er müsste jeden Moment reingeschwommen kommen. Bing. Du bist doch mindestens so intelligent wie Albert Einstein. Und Jungs, denkt daran, pünktlich. Du bist dran. Ich weiß, ich weiß. Schließ diesmal aber ab. Mach ich immer, ist ja gut. Möchtest du essen? Mir egal, bestell irgendwas. Hauptsache, es ist kein Büffeldung. Also, was ist gut hier? Die Musik. Get down with me into my age.
Endlich komme ich jetzt mal zum Pinkeln. Okay. Tu mir einen Gefallen, ja? Bestell mir Leber und Zwiebeln, zwei Club-Sandwiches, zweimal Pommes, die Zwiebelringe, ein Stück Kürbispastete, Wackelpudding und zwei Schokoladenshakes. Und bestell eine Kleinigkeit für Rafe. War nur ein Scherz. Au, das hat wehgetan! Halt die Klappe, du verdirbst wieder alles. Hör mal, ich... Oh Gott, was zum Teufel war das? Hi, Hep, was willst du heute Abend? Warte mal, ich gucke erst mal in die Speisekarte, Mama. Ich glaube, ich nehme was von... Das Steak à la Kellertreppe, wenn es dir nichts ausmacht. Als Beilage frisch gewalzter Teer. Hör schon auf. Und dann nehme ich... Womit soll ich aufhören? Na, wie geht's denn, mein kleines Äffchen? Fein. Entschuldigen Sie. Victor? Victor? Ich kenne das nicht. Oh. Ich werde mit dir etwas machen, was du noch niemals gemacht hast. Du bist so... Ist das eklig? Rafe, jemand hat zugeguckt. Rafe? Ich bin nicht Rafe. Ich bin Victor. Wo ist Victor? Naja, dem wird gerade was gezeigt. Ach, und was? Vorsichtig. Weißt du, das ist ein doppelpoliges elektronisches Eingriffssystem. Das habe ich erfunden. Es schaltet selektiv jeden elektronischen Schaltkreis durch magnetische Überlagerung, durch den Elektronenfluss oder seine Umkehrung. Es kann Dinge an- und abstellen. Super. Wo bist du gewesen? Hab mir die Lippen nachgezogen. Hast du Donner gesehen? Donner? Hep! Hey, Hep! Komm mal her! Wir heiraten dann morgen. Hey, wolltet ihr zwei nicht auf den Mond fliegen? Alles klar. Hey, Hep, was läuft? Immer dasselbe. Wo wollt ihr Jungs hin? San Pedro. Wirklich? Warum fahren wir nicht im Konvoi? Ich muss ein paar Höhensonnen rüber nach Malibu fahren. Das ist so, als würde man Eskimos Eis bringen, wenn du mich fragst. Das ist unsere Freundin Holly. Hi. Oh, guten Morgen. Nett, Sie kennenzulernen. Freunde sein von dir? Sie sucht eine Mitfahrt nach L.A. und es wäre besser für uns alle, wenn das nicht in unserem Laster wäre. Würde sagen, das kommt ganz drauf an. Magst du blöde Witze? Ich rede auch nicht nur über die beiden. Ich schätze, ich krieg das hin. Kein Problem, wir treffen uns draußen, okay? War stark, euch zu sehen. Tut mir einen Gefallen, Jungs. Zeug niemals irgendwelche Babys. Bis gleich. Komm schon, Süße. Also... Danke für alles. Naja, also fürs Essen und alles. Wiedersehen. Und viel Glück. Ich nehme Ihre Fritten. Lieber ein Übel, Bruder. Ja, aber ein nettes. Hast recht. Sie muss auf den Stein getreten sein. Okay? Was? Na los, los, hau ab! Sie werden doch keinen Brillenträger schlagen! Nicht mein Gesicht, nicht mein Gesicht! Hat das wehgetan? Okay! Oh, also ich glaube, im Bett bin ich besser! Da fällt mir übrigens was ein! Nein!
Nein, ich will die Kette, ich will die Kette. Ich will die Kette. Jetzt behältst du die Kette. Wow. Na los, schnappt euch die beiden. Ich hol das Mädchen. Victor! Ich kümmere mich um Holly. Okay, ich habe alles unter Kontrolle. Kein Problem. Au! Hey, bleib stehen, Goliath. Keine Bewegung oder ich breche das Genick. Versuch's mit meinem, das macht mir Vergnügen. Siehst du, das tut dir nicht gut. Nein, das hat mir wehgetan. Ich klemme fest! Was machst du da? Ich versuche, den elektronischen Starter und die Einspritzpumpe auszuklinken, damit sie uns nicht verfolgen können. Betrachte sie als ausgeklinkt. Ach, entschuldigen Sie bitte, Miss, aber ich glaube, das ist mein Laster. So was Gemeines habe ich nicht verdient. Was sollen wir mit den Affen machen? Ich glaube das nicht. Sie klaut schon wieder unseren Laster! Nein, tut sie nicht. Kommt schon! Kommt! Los, gehen wir! Beeilt euch! Wo ist mein Baseballschläger? Was habt ihr denn vor? Rumpel, Pumpel und Gerumpel, Knicki, Knacki, Klopp auf Holz! Yogi Bär und Bob der Elch, mach ihn an! Komm, diese Schweine will ich dir wirklich hauen in die Fresse. Wisst ihr was, Jungs? Ich hab kein Hokuspokus gemacht und bin trotzdem super gefahren. Du bist super gefahren? Du hast jede Tonne umgeschmissen, jede. Das war doch Absicht. Hey, nimm's nicht persönlich, aber wir hatten recht. Du bringst Pech, Holly. Kurz an, ja? Was? Wieso denn? Warum? Hörst du das? Vielleicht geht es wieder weg. Ah, keine Chance, Kleine. Das ist entweder ein Riemen oder ein Schlauch. Außerdem sollten wir heute Nacht ein bisschen die Füße stillhalten. Keine Sorge, morgen kriegen wir einen Ersatzteil. Hey, Rafe, wir verstecken ihn hinterm Haus, okay? Aber nur zwei Betten. Und ein großer, bequemer Stuhl. Da schläfst du irre drin. Na gut. Ich schätze, ich gehe mal duschen. Okay.
Mann, Vic, mach das nächste Mal doch noch länger. Also wie lange der immer braucht. Beeindruckend. Machen Sie, dass Sie aufs Bett kommen, sofort. Wir kennen uns doch aber gar nicht. Los! Mit dem Gesicht nach unten, sofort! Ist das ein Motel für Perverse oder was? Hören Sie, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, aber Sie werden diesem Mädchen nichts tun. Ach ja? Raten Sie mal was, Kleine. Was? Das was! und wissen Sie was noch? Was? Sie haben mich nicht richtig gefesselt. Hören Sie auf, Blödsinn zu machen. Ich mein's ernst, Mister. Okay. Sie haben tolle Hände. So weich. So ein Quatsch. Also. Holly, ich bin es, Dr. Marsh. Komm, wir können verschwinden. Entschuldigung. War mir ein Vergnügen. Holly, hier ist Dr. Marsh. Hörst du mich? Komm, lass uns hier abhauen. Geben Sie her, Kleine. Hi. Also warum liefert nicht jemand diesen Brückner der Regierung aus oder sowas? Weil er ein Würstchen ist. Und außerdem, weil am Ende unser Wort gegen sein stehen würde. Und er wird jede Verbindung nutzen, die er hat, um Holly um das Gerät zu bringen. Ich verstehe nicht, warum Leute sowas machen. Wegen Geld. Verdammt viel davon. Immer dasselbe, weißt? Will jemand das letzte Stück Pizza? Du bist wie eine Raupe. Ich will wenigstens die Hälfte. Was heißt hier Raupe? Du hast meine Fritten geraubt, also? Victor, gib mir die Pizza! Tut mir leid. Ich wusste, sie helfen mir. Victor, bitte sei vorsichtig. Kann jetzt nicht. Du machst das Gerät kaputt. Das ist es nicht. Es sieht nur genauso aus. Das ist das Ding vom Hotelfernseher, Einstein. Sieh mal. Hoppla. Tut mir leid. Das hier ist das Ding vom Hotelfernseher. Das hier ist deins. Danke sehr. Passt mal auf. Die werden Holly in ihrem Laster suchen, also bringe ich sie nach L.A. Was, ehrlich? Das wäre absolut riesig. Ich meine, diese Lieferung ist unheimlich wichtig für uns. Das ist meine Pizza. Okay, ich brauche etwas Schlaf, bevor wir losfahren. Wir fahren ganz früh. Hm? Hey, hören Sie, ich habe vorhin mit dem Manager geredet. Es ist nichts frei. Also nehmt ihr zwei einfach das Zimmer. Kannst du nicht mich auch mal fragen? Hey, wirklich. Ist kein Problem. Sicher nicht? Ja, wir schlafen im Laster. Vic? Ja. Das ist sehr nett von Ihnen. Hören Sie, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel wegen vorhin. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich habe zwar nicht viel Gehirn drin, aber das, was ich habe, ist ziemlich zäh. Sie gefallen mir, Rafe. Dr. Marsh? Irene. Das doch mit Holly, nicht wahr? Ja. Dank Ihnen und Ihrem Bruder. Oh, du bist verknallt. Halt die Klappe, Victor. Doch, ich hab dich doch raspeln hören. Du bist verknallt in sie. Manchmal bist du noch dämlicher, als du bist. Jede Wette, du wirst sie heiraten. Warum bist du eigentlich immer so unreif? Okay. Du bist verknallt und du wirst sie heiraten. Verknallt und heiraten, ja genau. Wer verknallt ist, heiratet. Hi. Hi. Ich wollte nur auf Wiedersehen sagen. Oh. Vielen Dank für die Sachen. Tolle Schuhe. Ist euer Laster repariert? Nein, wir haben nicht rausgekriegt, was es ist. Hi, Leute. Ich habe den Laster repariert. Oh, und Victor sagt, dass er die Fracht im Anhänger festmachen will. Sie ist wirklich ein kleines Genie. Ja. Wer fährt den Laster?
Oh mein Gott, Victor ist im Hänger. Nehmen wir Ihren Wagen. Holly, komm, wir müssen weg. Komm schon. Das schaffst du von einem bis du, das sage ich dir. Kommen Sie, geben Sie Gas. Kommen Sie. Schneller, 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 schneller. Wir haben ihn, wir haben ihn. Okay, links vorbei. Komm schon. Wir haben ihn, wir haben ihn. Okay. Das ist es! Oh Gott! Wäre es nicht besser, wenn ich fahre? Ich schaff's schon. Ray! Jetzt schnappen wir ihn bestimmt. Bei der Ladung muss er runterschalten. Okay! Sag's denn? Was tun Sie da? Haben Sie nicht so viel, fahren Sie weiter! Was denn jetzt? Die Bremsen funktionieren nicht. Graves! Fahren Sie direkt in die Kabine! Okay! Schätzchen, ich bin wieder zu Hause. Naja, ich schlage vor, such dir eine andere Wohnung. Ach, komm halt an, Sweeney. Ich hasse Revolver. Soll ich dir noch mal was aufs Auge hauen? Nein! Holly, du bist dran! Kumbaya! Wie hast du das fertig gebracht? Weg, weg, weg! Ich bin Rafe. Gut, wer auch immer. Du und ich, wir wissen beide, dass der Laster mir gehören wird. Früher oder später. Niemals. Morgen wirst du die letzte Rate bekommen. Dann sehen wir deine Fresse nie wieder, Sweeney. Ja, und was, wenn nicht? Keine Chance. Diesmal benutzen wir nämlich unser Gehirn. Wenn das so ist, sehe ich schwarz, Junge. Dann verabschiede dich mal gleich von deinem Laster. Sag mir, dass du nicht gefahren bist. Wer will mitfahren? Zwei Mitfahrer?
Du hast Probleme, Porky. Ich frage dich nur einmal, Faber. Hat sie gesagt, wo sie hinfahren will? Ich schwöre, Dr. Brückner, sie hat's nicht gesagt. Ich schwöre es doppelt ehrlich. Ist gut. Ich werde dich nicht foltern. Ich möchte nur, dass du mit mir zusammenarbeitest. Yes, Sir. Kommst du in ihren Computer rein? Oh nein, das ist vollkommen unmöglich. Sie hat geheime Kennworte, privaten Zugriffscode und ein Fälscherprogramm. Du willst doch nicht, dass ich deinen Eltern mitteile, dass du immer noch ins Bett machst, nicht wahr, Farbe? Das würden sie doch nicht machen, oder doch? Knack ihren Computer, Mitch. Die Maschine fertig machen, wir fliegen nach L.A. Er ist auseinandergebrochen. Das Ding, das sie erfunden hat, ist ein Haufen Geld wert, hä? Ich glaube, dafür könnte man eine ganze Lastwagenflotte kaufen. Klingt gut. Ja, aber der Trick ist, nicht zu verkaufen, woran man glaubt, um es zu kriegen. Das weiß ich. Holly ist ein dickköpfiges Mädchen. Ich frag mich nur, ob es das alles wert ist. Sei immer treu deinem eigenen Herzen. Dann kommt's, wie du es willst, und du hast niemals Schmerzen. Ein bisschen simpel, aber trotzdem richtig. Ist das von Ihnen oder von einem griechischen Philosophen? Nein, Schwarzenegger, in Conan der Barbar. Ich freue mich schon. Diesmal ist es unsere Show. Holly hat Glück gehabt, dass sie zwei wie euch getroffen hat. Ich war zuerst irgendwie ein bisschen sauer. Wir haben da so eine Art Macke. Ja, ich weiß schon, dass Mitfahrer Pech bringen oder so. Ja. Du wirst sie überholen und ich werde sie festnageln. Überholen. 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 Überholen! Und was ist mit mir? Bringe ich auch Pech? Sie sind wieder da! Auf der linken Seite haben wir Gesellschaft. Was glaubst du, was wir rechts haben? Denkst du das, was ich denke? Baby! Wir schaffen es. Ich komme vor dem Zug durch. Ich heb die Schranke. Oh, oh. Da kommt ein Zug. Sie haben gehalten. Nicht feuern. Nicht feuern. Wieso nicht feuern? Oh, komm, vergiss es. Jetzt erwische ich euch, Jungs. Raus aus dem Laster! Seid ihr verrückt? Wollen wir es mit Hühnerkochen? Ja! Hühnerkochen! Die Abfälle! Ich bin vielleicht großartig dämlich. Das hat keinen Sinn! Raus hier! Ich weiß noch, ein Umpa-Lumpa-böser Geist! Umpa-Lumpa-böser Geist! Umpa-Lumpa-böser Geist! Umpa-Lumpa-böser Geist! Umpa-Lumpa-böser Geist!
Kleinigkeit. Kumbaya hat's geschafft! Ja. Was steht ihr hier rum wie die Ölgötzen? Repariert meinen Reifen, ihr Zwergpudel! Na, macht schon! Repariert ihn! Ich erzähle eine Geschichte von einem Mann, der brachte immer viel zu saufen ran. Er soff sich damit die Hucke voll, dann glaubte er wäre im Wald der schärfste Troll. Des Morgens trank er auch mal zwei, dann glaubte er wäre drei. Er war der größte Säufer unterm Himmelszelt. Jawohl, das ist ein Mann, der mir gefällt. Eines Tages soff er sich zu Tode, da war Saufen aus der Mode, bis dann einer kam, der es wieder tat. Wie geht's weiter, Rafe? Du sauch, das ist mein Rat. Na, alles okay? Jetzt ja. Auseinander, ihr zwei. Kommt schon. Okay, Jungs. Hallo? Das ist Griffiths. Ah. Das sind Rafe und Victor. Wie geht's dir? Ich bin Dr. Horsch. Freut mich, Rafe, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Bist du etwa auch so ein Genie? Ich hab viel von dir gehört. Wir müssen weiter. Wir haben noch eine Lieferung zu machen. Ja, hört mal, Jungs. Vielen Dank, ja? Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Die sind ja riesig, die zwei. Riesig. Mach's gut, Kleine. Bis dann. Mach's gut. Komm. Und immer mit der Wiedersehen. Ruhe, Chef. Wiedersehen. Ich werde dich vermissen. Hätt's doch nicht so. Los, beeilt euch, sonst verliert ihr euren Laster. Hey, alles klar. Die Vermasseluhr sagt, wir haben noch 2,5 Stunden, wenn wir es schaffen wollen. Zur Ladestation sind's nur 30 Minuten. Wenn ihr erst um 9 Uhr da sein müsst, warum wollt ihr dann nicht mit uns essen? Was gibt's denn? Um 9? Wir müssen um 7 da sein. Und jetzt ist es 6:30, Rafe. Die verfluchte Vermasseluhr hat's wieder vermasselt. Rumpel und Gerumpel, Knicki, Knacki, Klopp auf Holz, Yogi Bär und Bob der Elch, schmeiß sie ran! Kumbaya! Ihr Jungs, das werdet ihr brauchen. Was soll ich damit, hä? Bauen wir! Sag mir doch mal, was ich mit dem Ding machen soll! Wenn du eine rote Ampel auf grün scheißen willst, drück 336! 336, was? Ich weiß nicht, woher soll ich das wissen? Komm schon! Komm, lass das. Na komm. Komm schon, Leute, seid ihr bereit? Komm schon. 3, 2, 6, 1. Okay, bereit? 3, 3, 6, 2. Ja! 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 Nein! Geschafft! Wir haben Gesellschaftsweg. Du machst dir nicht ins Heft deswegen. Ich bin noch bei dir, Mann. Geschafft! Wie ist das? Und das? Die Ampel schaffen wir nicht weg. Okay, 3, 3, 6, 4, 3, 3, 6, 5. Bingo! Ah, eine der leichtesten Übungen. Mann, wir haben noch 10 Minuten zu fahren. Und 15 Minuten Zeit übrig. Achtung, 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 Achtung! Das klingt nach Mitchell Farber. Wem? Holly, Holly! Hast du auch einen Namen, Kleiner? Mitchell, ist Holly da? Mitchell, hier ist Dr. Marsh. Was ist denn los? Oh, hi, Dr. Marsh. Wo ist Holly? Wir haben sie zu ihrem Freund gebracht. Wieso? Oh, oh. Was heißt oh, oh? Mitchell! Seien Sie nicht wütend. Rücken hat mich gezwungen, es zu verraten. Er ist jeden Moment bei Ihrem Freund. Mitchell! Oh, Mann. Mitchell! Ende und aus, Ende und aus, Ende und aus. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Vielleicht passiert ja nichts. Bestimmt könnten wir sowieso nichts mehr machen. Einverstanden? Einverstanden. Komm, Holly, er muss dir doch mehr wert sein. Ich schwöre es, Brückner.
Das Gerät ist bei den Fernfahrern. Ach ja, du erwartest von mir, dass ich glaube, dass du deinen wertvollsten Besitz irgendwelchen Vollidioten anvertraust? Du weißt, dass ich es brauche. Verstehst du mich? Ich habe keine andere Wahl. Du bist doch ein kluges Mädchen, Holly. Was möchtest du lieber sein? Reich oder tot? Bitte, Dr. Brückner. Das ist keine Antwort. Tu ihm weh, Irving. Ja. Ist das das, was Sie wollen, Brucker? Ich heiße Brückner. Lass die beiden laufen. Dann kannst du es haben. Los, geben Sie her oder Sie sterben. Ich zerquetsche das dämliche Ding. Oder denkst du etwa, ich bin nicht stark genug, hä? Er kann Eier zerquetschen. Lass ihn los. Oh, hallo, Irene. Hey, Irwin, halt sie auf! Oh, Irwin. Wartet! Ich schätze, ich bin nicht so klug, wie ich gedacht habe. Ich habe es mitgenommen, um zu verhindern, dass Menschen getötet werden. Und stattdessen sind ein paar sehr liebe Menschen beinahe verletzt worden. Dr. Brückner, Sie wissen, wie viel mir dieses Gerät bedeutet. Aber wenn Sie es wollen, können Sie es haben. Danke. Es gehört Ihnen. Hey! Holly. Das wird sich in deinem Zeugnis nicht gut machen. Brückner, schön, Sie wiederzusehen. Ich glaube, dass wir die Anzahlung zurückbekommen. Ich schätze, einen Schuldschein nehmen Sie nicht an. Wie? Steigen wir ins Auto, Doktor. Oh, hätte ich doch bloß mehr Fitness gemacht. Hört mal, Jungs, ich habe eine tolle Eigentumswohnung auf den Bermudas. Ihr seid da jederzeit willkommen. Nein, nach Ihnen. Los, rein da. Zu schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Juhu! Ihr lasst ihn einfach fahren? Es ist zu spät. Wir können ihn nicht mehr bezahlen. Leb wohl, Laster. 7 Jahre harte Arbeit im Wachental. Ich wusste, der Laster wird uns nie gehören. Wir haben es vermasselt. Kommt schon, ihr könnt euch doch nicht einfach so hängen lassen. Ach, hat doch keinen Sinn. Okay, fein. Soll ich euch die Wahrheit sagen? Zuerst dachte ich wirklich, dass ihr zwar ein paar Idioten seid. Natürlich habe ich versucht, das auszunutzen. Aber dann habt ihr euer Leben für mich riskiert. Und eure herrlichen Träume. Sowas machen keine Idioten. Sowas machen nur Helden. Wisst ihr, es ist egal, ihr könnt von mir aus denken, was ihr wollt. Aber vielleicht bedeutet es euch was. Ich liebe euch zwei. Komm, Harry. Falls ihr jemand was vermasselt hat, dann bin ich das. Ich werde es nie wieder schaffen, so ein Gerät zu bauen, nie wieder. Was ist das? Woher hast du das? Du hast es mir gegeben. Aber was habe ich kaputt gemacht? Ein Souvenir. Aus unserem reizenden Motel. Du bist hier das Genie. Könnte mir bitte mal jemand sagen, was hier vorgeht? Na los, mach schon, geh und küss deinen Freund.
rührseligen Teil habe ich schon immer gehasst. Oh, toll. Ganz toll gemacht. Super, Vic. Warum lässt ihr die Leute nicht wenigstens sehen, wie der Film endet? Entschuldige. Klopper voll, Yogi Bär und Bob der L. Schmeiß ihn an! Oh, Meier! Baby! Achtung, Achtung! Achtung, ich suche die Doppelburger! Lass es raus, Baby! Hey, Holly, bist du das? Ja, hört mal, ich habe gerade 300 Einheiten vom Text auf 4000 verkauft. Ich wette, dass ihr morgen schon einen Scheck in der Post habt. Hey, super Arbeit, Einstein. Und nochmals vielen Dank für den Laster. Er hat sogar richtige Räder. Vergesst nicht, die Bypass-Ventile zu checken, die ich installiert habe. Ja, ja, ist gut. Und der Wechselstromdynamo ich weiß. Und einen hohen Drehzahlsequenzhebel. Ich weiß, ich weiß. Sie ist ein Genie. Sie ist ein echtes Genie. Ein Übel, aber ein Genie. Big